Gut, die Pastinakensuppe ist jetzt fertig. Da haben wir wieder einen Sattel und einen Stapler. Jetzt werde ich es aufladen. Und dann transportieren wir es zum. Da habe ich mich entschieden, dass wir es beim Bahnhof in den Waggon einladen und dann quasi Ehrengrad verkaufen. Gucken wir es wieder. Machen den Auflieger zu. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Müssen quasi darüber zum Getreidesilo Ost. Dann fahren wir da mal hin. Oh, 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 ich habe zwar schon ein Lenkrad, aber nicht angeschlossen, weil das ist bei Farming Simulator ein bisschen blöd, dass man da nicht extra nochmal Konfigurationsmöglichkeiten fürs Lenkrad hat, weil man muss quasi dann immer die Steuerung umstellen, weil ich spiele ja normal, wenn ich Forst mache, eher mit dem Controller. Weil ich ja den Platz brauche für die Joysticks. Und deswegen ist es jetzt nicht so optimal, die Fahrerei. Wo müssen wir jetzt hin? Links. Weil mit dem Controller kann man das nicht so sauber einstellen, dass man quasi mit dem Lenkrad ist es. Wenn man jetzt nur fährt, wesentlich schöner. Also würde ich jetzt irgendwo rein nur Traktor fahren und Felder bestellen, dann wäre das schon eine Alternative. Aber so, wenn man halt mit Forst was macht, ist ja eher schlecht. Müssen wir mal schauen. Wo kann man da die Waggon verladen? Okay. Zug für 1000 pro Stunde. So, jetzt kommt er. Jetzt gucken wir mal, so ein richtiger Verladebahnhof ist ja das nicht. Wir können jetzt mal raufschauen zum Sägewerk. Ja gut, das wäre jetzt fast der bessere Platz. Dann machen wir das so. Dann fahren wir noch zum Sägewerk hoch und laden dann da um. Weil da haben wir quasi so eine Verladerampe, wo wir uns etwas leichter tun. Und wir auch mehr Platz haben. Hoffe ich zumindest, dass wir einen Auflieger da so herstellen.
So, nehmen wir die Plane, nehmen die Spanngurte runter, dann wechseln wir mal im Zug. Oder in den Zug. Doch da hinten hat er bei uns. Obwohl. Ah, nein, da hinten hat er schon einen. Für Paletten. Ganz am Ende. Der hat einen langen Bremsweg. So, stellen wir da zwischen die zwei Lampen ab. Schauen wir mal, wo gut steht. Ja, fast. Aber wir brauchen ja nicht den kompletten Waggon. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim Video, wenn ich vom Sattel auf den Waggon rauflade und wir dann quasi in Erlengrad abladen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, könnt den Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video.